Großer Andrang beim 5. Tag der Bundeswehr. Wie hier auf dem Fliegerhorst Fassberg hatten die Besucher Gelegenheit, mit Soldaten ins Gespräch zu kommen, Technik aus der Nähe kennenzulernen oder aber die Vorführungen am Himmel zu verfolgen. Mit dabei die sogenannten Rosinenbomber, die teilweise aus den USA eingeflogen waren. Denn Fassberg stand dieses Jahr auch im Zeichen des 70. Jahrestages der Luftbrücke. In Fassberg trifft Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen den 98-jährigen Gail Halvorsen. Halvorsen hatte damals als Pilot Süßigkeiten für die Berliner Kinder abgeworfen. Die Leistung der Soldaten im Einsatz zu würdigen, war der Ministerin ein besonderes Anliegen. Und daher, meine Damen und Herren, und alle die, die in Deutschland auch heute zugeschaltet sind, bitte ich Sie, einen ganz, ganz großen Dank an unsere Soldatinnen und Soldaten in den Einsätzen zu schicken. Von Afghanistan über den Irak bis nach Mali. Danke, danke für euren Einsatz an unsere Truppe. In Fassberg überreichte Ministerin von der Leyen erstmals das neu geschaffene Veteranenabzeichen. Mit dem Abzeichen soll die Leistung aktiver oder ehemaliger Soldatinnen und Soldaten sowie der Zivilbeschäftigten der Bundeswehr in Deutschland gewürdigt werden. Und wer noch vorhat, Soldat oder Zivilangestellter bei der Bundeswehr zu werden, konnte sich in Fassberg am Karrieretruck über Ausbildungsmöglichkeiten und Laufbahnen informieren. Tag der Bundeswehr. An insgesamt 14 Standorten öffnete die Truppe ihre Tore und präsentierte sich der Öffentlichkeit. Diejenigen, die nicht vor Ort sein konnten, hatten die Gelegenheit, den Tag der Bundeswehr im Internet zu verfolgen. Denn zum ersten Mal wurde die Veranstaltung als Livestream übertragen. Ja, Sven. Zum Beispiel aus Pfullendorf. Fast Roping vom Hubschrauber. Geiselbefreiung. Nahkampf. Die Soldaten des Kommandos Spezialkräfte zeigen, was sie können. Kampfjets vom Typ Tornado und Eurofighter. Und der Transporthubschrauber CH-53. In Jagel zeigt sich die Luftwaffe. Und in Stralsund die Marine, Marinetaucher und die Marineflieger, die sich bei einer Rettungsübung mit dem Sea-Lynx-Hubschrauber präsentieren. Mittendrin die Bundeskanzlerin, zum ersten Mal dabei und sichtlich angetan, wie viele der Besucher. Mega gut, also ich finde, die Bundeswehr könnte an sich also nicht mehr Werbung machen, um also sich selber so zu präsentieren. Macht immer Spaß und vor allem echt die Organisation bei den Menschenmassen, das ist schon beeindruckend. Man kann sehr viel lernen, man kann sehr viele Menschen von der Bundeswehr treffen, auch Piloten. Und ich kann es jedem beide empfehlen. Wie die großen, riesigen Hubschrauber ihre besondere, ja, die Flugfiguren, ja, durchgeführt haben, das war sehr, sehr spannend und sehr interessant. Ich bin sehr begeistert. Die Technik aus der Nähe sehen, mit Soldaten sprechen und die Menschen in Uniform besser kennenlernen. Der Tag der Bundeswehr 2019 mit 270.000 Besuchern, ein voller Erfolg.